Was macht ihr altes Übel? Die sitzt zu Hause, die schält Kartoffeln. Ja. Eberhard Kors, der Kleine für die große Komik. Heute 20.15 Uhr. Und danach? Sie müssen mal raus aus dem Alltag. Einfach mal loslassen von allem hier. Ich schicke Sie zur Kur. Niemals. Krauses Kur um 22.50 Uhr. Ein glückliches und gesundes 2018 wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauer, und freuen uns, dass Sie mit uns ins neue Nachrichtenjahr starten. Und da schauen wir erst einmal auf die Silvesterfeiern in Deutschland zurück. Weitgehend friedlich sind sie über die Bühne gegangen. Zwischenfälle aber gab es. Bei Ausschreitungen wurden bundesweit zahlreiche Sicherheitskräfte verletzt. Doch nicht nur deshalb mussten Rettungskräfte ausrücken. Durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern starben in Brandenburg zwei Menschen. Es sind die Spuren eines tödlichen Unfalls mit Knallkörpern. Nahe Potsdam ist in der Nacht ein 19-jähriger Mann beim Zünden eines Böllers ums Leben gekommen. Es ist einer von zwei Todesfällen durch Pyrotechnik, beide im Land Brandenburg. Der 19-Jährige hatte einen Sprengsatz Marke Eigenbau. Das war offensichtlich nach ersten Erkenntnissen auch ein sogenanntes Selbstlaborat. Er hat also offensichtlich aus verschiedenen Pyros etwas selbst zusammengebaut und das ist zur Explosion gekommen. Auch andernorts wurde die Silvesternacht zur Gefahr, so wie hier im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Ab 0 Uhr brannten hier mehrere Mülltonnen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, nachdem Ordnungskräfte mit Knallkörpern beworfen worden waren. Gegen mehrere Personen wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Daneben gab es zahlreiche Brandfälle, 70 allein in Thüringen. Der Polizei zufolge meist ausgelöst durch Feuerwerksgeschosse, so wie hier in Erfurt. Heute heißt es aufräumen nach der ersten Nacht des Jahres. Vor allem die Überreste von Feuerwerkskörpern. Allein in Dresden fallen in der Silvesternacht jedes Jahr 40 bis 45 Tonnen Müll an. Ja, und gestern Mittag um 11 Uhr unserer Zeit, da brach am anderen Ende der Welt auf Samoa bereits das Jahr 2018 an. Der Auftakt zu den Silvesterfeierlichkeiten, die dann rund um den Globus nacheinander folgten. Mit einem Riesenfeuerwerk an der Themse starteten etwa die Londoner ins neue Jahr. Und das begann mit dem Glockenschlag des Big Ben, der extra für die Neujahrsnacht aktiviert wurde. Inzwischen schweigt er wegen der Restaurationsarbeiten wieder. In Rio de Janeiro feierten rund 2 Millionen Menschen unter dem Motto Umarmung an der Copacabana. Viele Besucher kamen traditionell ganz in Weiß an den berühmten Sandstrand. Auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Franziskus zu Mitgefühl mit Flüchtlingen und Einwanderern aufgerufen. Jeder habe ein Recht auf Frieden, so das Oberhaupt der katholischen Kirche vor rund 40.000 Gläubigen. Evangelische Christen haben auch in der Dresdner Frauenkirche das neue Jahr mit einem Gottesdienst begrüßt. Dabei warb der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, in seiner vom ZDF übertragenen Predigt für den Glauben. Er öffne die Augen für die Fülle des Lebens. Politische Neujahrsbotschaften gab es auch und eine davon klang besorgniserregend, die von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Sein Land sei für einen Atomkrieg gegen die USA gerüstet. Er habe den Atomwaffenknopf immer auf seinem Schreibtisch, so Kim in der vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. Die Waffen würden aber nur eingesetzt zu Kim, wenn Nordkorea seine Sicherheit bedroht sehe. Zugleich machte der Diktator ein überraschendes Friedensangebot an Südkorea. Er stehe einem Dialog offen gegenüber. So sei man bereit, eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen kommenden Monat nach Südkorea zu entsenden. Bei den andauernden Protesten im Iran sind nach offiziellen Angaben bisher 10 Menschen getötet worden. 800 Personen wurden festgenommen. Präsident Rouhani gab bei einer Krisensitzung politische Mängel im Land zu und zeigte sich offen für Kritik. Die Menschen hätten ein Recht auf Meinungsfreiheit. Damit kritisierte Rouhani indirekt die geistliche Führung des Landes, die Reformen blockiert.
Sondern fehlt uns nur noch der kurze Blick aufs Wetter. Morgen gibt es dichte Wolken und zeitweise Regen, in den Bergen Schnee. Am Nachmittag ist es längere Zeit trocken und von Westen her lockert es bei 0 bis 7 Grad etwas auf. Ja, und damit ist er komplett, unser erster Nachrichtenüberblick an diesem Neujahrstag. Um Punkt 18 Uhr melden wir uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und Ihnen allen noch einen guten Feiertag. Erlebnis Chur. Unser Themenabend. Amethystensauna, Blütengrotte, Erlebnisduschen, Synchronmassagen. Filme und Reportagen rund ums Thema Chur. Ich habe ein Kleopatra-Bad, einen Pilateskurs und zwei Ganzkörpermassagen. Tipps und Trends. Na, dann legen Sie mal los. Erlebnis Chur, unser Themenabend, Dienstag 20.15 Uhr. Ich bin wieder auf Spurensuche. Nach Heimat, nach Liebe, nach Heimatliebe. Heimatliebe mit Wolfgang Stumpf. Mittwoch, 20.15 Uhr. Jan, kennst du den? Gut. Ja. Der Hasenbraten ist ihm weggesprungen und er gegen einen Baum. Halt still, du Hasenfänger. Komm, setz dich. Ich bin Krabat, ich bin auf der Wanderschaft. Bauer und Bäuerin? Und keine Kinder? Bauer und Bäuerin? Schön wär's. Ohne die Erlaubnis des Müllers darf hier keiner heiraten. Müller? Euer Grundherr, was? Der schwarze Müller. Der schwarze Müller? Alle sagen, er ist mächtiger als der König. Ja, ja. Ohne ihn beißt in diesem Land keine Laus. Ja, na ja. Und das muss so sein? Ja, das muss sein, weil es schon immer so ist. Du fragst. Ja, ich frage. Warum das so sein muss? Was? Warum das so sein muss? Warum dies oder jenes so sein muss und nicht anders? Alles um uns herum ist doch voller Warum. Voller Rätsel.
Warum? Ich lecke diesen Löffel ab. Siehst du? Mit der Zunge. Die Sonne hat aber keine Zunge, oder? Nein. Aber jeden Morgen geht sie auf und leckt den Rauchreif weg. Ja. Ja. Wie macht sie das? Womit? Sie geht auf und der Reif ist weg. Verrückt, was? Oder? Verrückt bist du. Ein hungriger Bauch hat keine Ohren. Ein hungriger Bauch versteht besser. Irgendwo im Land steht die Schwarze Mühle. Und in der Schwarzen Mühle ist eine eiserne Truhe, erzählen die Leute. Schweig davon, Mirka. Eine große eiserne Truhe mit 7 Schlössern. Ein riesiger Wolf bewacht sie. In der Truhe ist das Buch des Wissens. Na, wer die Truhe findet und den Wolf besiegt, dem lösen sich alle Rätsel. In dem Buch findet er Antwort auf jede Frage. So eine Geschichte eben. Glaubst du das, Krabbe? Antwort auf jede Frage? Na, du Hasenfänger! Wenn ich ihn nur hätte. Du hast ihn gejagt, ich habe ihn gefangen. Aber die Beule, die habe ich allein. Au, au. Halb so schlimm, Hasenfänger. Na? Sammle Holz wie ein Feuer. Oder magst du keinen Hasenbraten? Oh! Aua! Es geht aber schnell bei dir. Ein guter Schluck Wein gehört dazu. Auf dein Wohl. Das kannst du jede Woche haben. Wein und Hasenbraten. Du hast breite Schultern und kein Heu im Kopf. Bist anstellig. Du kannst als Mühlknecht bei mir arbeiten. Du hast eine Mühle? Hörst du sie nicht? Ich wandere lieber durch die Welt. Als habe nichts. Hungern, betteln, kein Dach über dem Kopf. Sehen will ich vieles. Dies und das. Lernen, das kannst du bei mir. Dinge davon träumst du nicht einmal. Sieh dir doch meine Mühle erst einmal an. Ja. Ansehen schadet ja nichts. Was ist das? Was? Das da. Hasenfänger. Ich weiß nicht. Ich habe einmal ein Kind, ein kleines Mädchen aus dem Fluss gerettet. Die Mutter des Kindes sagte, ich habe nichts, was ich dir geben kann, ich gebe dir meine Freude. Seitdem habe ich diesen Reif. Freude. Wie heißt der Wald? Der Schwarze Wald. Wie heißt der Bach? Der Schwarze Bach. Und wie heißt die Mühle? Die Schwarze Mühle. Die Schwarze Mühle, ja. Dann bist du der Schwarze Müller. Der Schwarze Müller. Na, komm schon.
Na komm. Die Wahl. Du bist 8. Wähle einen. Wozu? Frag nicht. Wähle. Was geschieht mit ihm? Ich will es wissen. 7 ist die Zahl. 7 ist die Zahl. Wählst du keinen? Wählst du dich? Na? Was geschieht mit ihm? Nichts. Nichts geschieht ihm. Krabat. Ich gebe ihm sogar einen Anzug aus festem Leder. Und eine Waffe, damit er sich wehren kann. Er kann laufen, wohin er will. Der? Nein! Nein! Willkommen in der Schwarzen Mühle. Du hast gelogen. Ich habe ihm einen Anzug aus Leder gegeben. Auch eine Waffe. Ich lasse ihn laufen, wohin er will. Wo ist da etwas gelogen? Nichts ist gelogen, Müller. Nein, 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 ich will nicht. Nein, nein, ich bleib nicht hier. Nein, nein, oh, oh nein. Ihr verachtet mich. Ich habe einen von euch verraten. Jeder von uns musste einen verraten. Auch dich wird einer verraten. Der Müller allein hat die Macht. Was da so glänzt an deinem Flügel, was ist das? Der Müller hat auch danach gefragt. Vielleicht ist's eine geheime Kraft. Versuch's. Wir müssen schlafen. Du wolltest doch weg. Versuch's, flieh. Flieg weg. Flieg weg. Und ihr? Komme wieder. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Ich gebe dir meine Freude.
Seitdem hat er diesen Reif. Freude, Freude. Soll der Macht dienen. Und die Macht braucht die Angst. Die Macht braucht die Angst. Hüte das Buch des Wissens vor dem Auge jedes anderen. Nur die Mütter können ihre Kinder retten. Also, da darf keine Mutter von ihrem Sohn wissen, wo er ist, wo er bleibt. Kennt ihr die Truhe mit den 7 Schlössern? Kennt ihr das Buch in der Truhe? Keiner kennt es, keiner nennt es. Ein Wolf bewacht es. Der Müller ist der Müller. Der Müller ist der Müller. Da. Es ist 7. Warum ist er wiedergekommen? Er tut mir leid. Wir können ihm nicht helfen. Ihr könnt ihm helfen. Unser Freund hat keine Lust, sich im Wald sein Futter zu suchen. Heute Schlachtefest! Wir wollen kein Fleisch, Müller. Du willst kein Fleisch. Wir alle wollen nicht. Ich will. Wenn ich zurückkomme, steht der Braten auf dem Tisch. Schlachtefest. Wieso freut ihr euch nicht? Sei still. Sei bloß still! Komm mit. Hierher! Hierher! Hier können uns die Ohren des Müllers nicht hören! Oh! Warum wollt ihr denn kein Fleisch? Die Schweine im Stall, das sind doch auch unsere Gefährten, verzaubert! Sind wir denn völlig machtlos? Wir müssen kämpfen gegen den Müller. Kämpfen? Ja, wie denn? Als erstes müssen wir 7 befreien. Hilfst du mir 5? Sag doch nicht immer 5 zu mir. Ich bin Markus. Markus. Krabat, Bruder. Du musst für 2 arbeiten, Markus. Du aber auch, Krabat. Da ist ihm aber nichts geschehen. Nein, nein. Und komm bald wieder. Wir müssen dem König Fleisch abliefern. Du musst für 2 arbeiten, du aber auch. Das gefällt mir. Na?
Braten ist auch gut. Ich bin mit euch zufrieden. Und trollt euch. Ich hab's nie gewusst. Jetzt weiß ich's. Was? Na, was? Was Glück ist. Wir haben einem Gefährten das Leben gerettet. Markus, hast du eine Mutter? Mhm. Sag mir, wie ich sie finde. Den Ort, das Haus. Hast du dir was getan? Ich komme von deinem Sohn Markus. Markus? Seit Jahren ist er verschwunden. Ich habe ihn gesucht, überall. Markus lebt, gefangen in der schwarzen Mühle. Nur du kannst ihn befreien. In der schwarzen Mühle? Der Müller wird es dir schwer machen. Er wird dir nichts als 7 schwarze Raben zeigen. Einer wird den Schnabel unter dem rechten Flügel putzen. Das wird Markus sein. Fordere deinen Sohn Markus. Ich werde tun, wie du es sagst. Und du, Schwarzer, hast du keine Mutter? Ich habe keine Mutter. Dann will ich deine Mutter sein. Ich danke dir. Ich bin Krabat, dein Sohn. Du erkennst mich am Schimmer auf meinem Flügel. Der Müller ist machtlos, wenn eine Mutter ihre Söhne fordert. Ich komme. Bis Sonnenaufgang muss ich in der Mühle sein. Ich komme. Leb wohl, Mutter. Leb wohl. Ihr zwei gefällt mir. Schafft mehr als die anderen und habt statt Entengrütze Verstand im Schädel. Also, seht zu, dass auch die anderen mehr Gold schaffen. Ich mache euch zu meinen Gehilfen. Bloß wie sollen die anderen uns gehorchen? Ihr macht meine Sache zu eurer. In allem, na? Die Schnur gibt euch die Macht, Menschen in Tiere zu verwandeln. Auch ihr selbst könnt jede Gestalt, die ihr wollt, annehmen und euch zurückverwandeln, solange ihr die Schnur besitzt. Aber denkt ja nicht, ihr seid nun sonst was. Auch mit der Schnur seid ihr gegen mich ein Fliegenschiss, klar? Ein Fliegenschiss, klar. Wer mich betrügt, stirbt, auch klar? Auch klar. Heute Nacht, wenn ich zurück bin, sehe ich volle Säcke mit Gold. Volle Säcke, Müller! Krabat, komm! Wir machen die Truhe auf! Ich verwandle mich in einen Stier und trampel ihn tot! Stier? Ein Ochse bist du! Ja, ein Ochse! Wenn du so wenig denkst! Und wir befreien die Gefährten und laufen davon! Und er wird uns finden. Jeden. Und jeden töten. Und sich neue Knechte holen. Nein. Erst müssen wir wissen, was er weiß. Und können, was er kann. Wissen können. Wir haben doch die Schnüre. Wir werden sie brauchen. Ist das ein Bursche? Wenn es euch gefällt, dann holt mein Wildschwein. Ja.
So. Na, Sieben? Werde, was du gewesen. Du. Sieben. Du warst es doch, der auf mich gezeigt hat. Aber ich hab dich doch hierher gebracht. Hier bist du sicher. Vor dem schwarzen Müller. Der schwarze Müller? Ja. Der wird mich töten. Sieben. Der Müller weiß nicht, wo du bist. Du bist frei. Frei? Wirklich frei? Dann hast du mich gerettet. Nein, ich lauf weg. Ich lauf ganz weit weg, weit weg. Junge, fliehen nützt nichts. Wir können dich verbergen. Ja. Du hilfst auf dem Hof. Bleib hier. Bleib hier, bis wir dich rufen. Ich brauche zwei Schnüre, die das beste Auge nicht von dieser unterscheiden kann. Sieh sie dir gut an. Ihre Stärke, zähl die Fäden. Lass diesen Unfug. Ich wollte es nur mal versuchen. Werdet, was ihr gewesen. Na? 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 Werdet, was ihr gewesen. Schwarzer Müller! Hey! Schwarzer Müller! Wer bist du? Eine Mutter. Gib meinen Sohn frei. Dein Sohn ist nicht hier. Verschwinde! Ich weiß, er ist bei dir. Gib meinen Sohn frei. Gib meinen Sohn frei. Sohn? Kein Mensch? Keine Seele? Na? Mm.
Findest du deinen Sohn, kann er mit dir gehen. Findest du ihn nicht, stirbt er. In dieser Stunde. Entscheide dich. Das ist mein Sohn Markus. Verfluchtes Weib. Auch dieser da ist mein Sohn. Gib ihn mir zurück. Ja. Der hat keine Mutter. Krabat hat eine Mutter. Mich. Gib mir meinen Sohn zurück. Forderst du ihn zum dritten Mal und er ist nicht dein Sohn, dann stirbst du mit ihm. Gib mir meinen Sohn, Krabat. Mutter. Wir wollen unseren Lohn, Müller. Unseren Lohn. Wir können ihn uns auch selbst holen. Guck! Oh. Ach, Müllerchen! Verdammter Kerl! Guck! Markus! Mutter, wart auf uns am Mühlbach. Mein Gott! Buch des Wissens. Mein Buch gestohlen. Krabat. Wie hat er die Truhe geöffnet? Die Schnur. Die echte Schnur erstickt jedes Feuer. B.
Betrogen? Sie haben mich betrogen! Oh. Krabat hat recht, Mutter. Kein Tag Ruhe wird der Müller geben. Im Buch des Wissens stehen die Gesetze der Macht. Die Mühle malt dem Müller die Macht. Wir müssen die Gefährten in der Mühle befreien. Und zwar zuerst die, die er in Schweine verwandelt hat. Das merkt er nicht so schnell. Nicht dumm. Gar nicht dumm, Brüderchen. Nur wie? Wir tauschen sie um gegen richtige Schweine. Und woher wollt ihr richtige Schweine nehmen? Geld haben wir für kein einziges. Kein Ort, kein Fleck, kein Versteck, wo ich sie nicht finde. Wir könnten Ameisen in Schweine verwandeln. Aber im Bandkreis der Schwarzen Mühle fällt fremder Zauber zusammen. Aber im Bandkreis der Schwarzen Mühle fällt fremder Zauber zusammen. Du hast doch Mut, oder? Wie hungert will der Hengste? Wie einer genügt. Gib acht, Brüderchen. Ich verwandle mich in einen Hengst. In einen Apfelschimmel. Apfelschimmel. Und du verkaufst mich auf dem Viehmarkt. Verkaufen? Du, ich dich? So bekommen wir das Geld für richtige Schweine. Aber um Himmels Willen gib acht, dass du das Halfter nicht mitverkaufst. Es ist die Schnur. Verkaufst du sie, gibt's kein Zurück für mich. Und du bleibst ein Hengst? Erstmal werd ich einer. Aber verkauf mich nicht so billig. Whee! Krabat! Nein! Warte! Oh. Ein Apfelschimmel. Aber beeil dich, Markus! Markus! Auf zum Mark! Aber das war doch Krabats Stimme. Krabat! Markus! Markus! Du, dein Pferdchen gefällt mir. Willst du es kaufen? Kaufen? Hm? Mich kannst du kaufen. Brauchst du nicht einen Knecht für dein Pferdchen? Das ist ein Ross. Stolz. Stark. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Hey, Freundchen, das Ross ist meins. 100 Dukaten. Oh, 100 Dukaten? 100 Dukaten? 150 Dukaten für das Prachtross. Komm, schlag ein. 160 in Gold auf die Hand. Oh. Komm, mein Junge, wir gehen erst mal ein Gläschen trinken. 200? Keiner gibt dir mehr. 500 Dukaten, der Gaul gehört mir. Oh. Wer ist denn der? Das Halfter! Das Halfter! Was hast du denn? Wer mich betrügt, stirbt. Aber du sollst 100 Tode sterben, Krabat. Vier Hufeisen. Rot glühend schlägst du sie an. Rot glühend. Rot glühend? Das habe ich noch niemals getan. Dann tust du es heute. Ich quäl kein Tier. Rot glühend, habe ich gesagt. Und jetzt habe ich Durst. Der schwarze Müller. Mach weiter. Musik.
werde, was du gewesen. Mein Gott, wo ist denn das Pferd? Was ist denn? Das Pferd! Das Pferd! Junge! Wo ist denn das Pferd? Herr Schmiedemeister, ich brauche neue Eisen. Hey, wo seid... Meine Pferde! Ja, ihr könnt lachen. Meine Pferde? Was? Es sind doch meine Pferde! Allen werden wir es erzählen. Ja, er ist besiegt. Er ist besiegt. Er ist nicht besiegt. Hurra, er ist besiegt. Er ist davongelaufen. Ein Wolf gibt nicht auf. Der schwarze Müller. Zu Diensten, Herr. Zwei Knechte sind nicht mehr bei mir. Sieben ist das Prinzip. Du kommst mit mir. Mirka. Mirka? Die gefällt mir sowieso. Hast du einen Knecht? Nein, nein, Herr. Wir haben keinen Knecht. Du wirst keine Menschen mehr in Tiere verwandeln. In Raben, in Schweine. Mörder! Komm mit! Nein, ich bleib auf dem Hof. Dann bleib. Bleib auf dem Hof. Es lohnt nicht, hier zu bleiben. Nichts nach? Sei doch nicht so einfältig. Setz dich. Wir wollen essen. Du willst essen, also iss. Alles, was du willst, geschieht doch. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Will ich Burschen, kriege ich sie. Will ich dich? Ja. Ja. Ich will dich.
Nur sollst du auch wollen, Mirka. Du bist klug, du bist schön. Warum habe ich denn nie eingewilligt, dass dieser Jan dich heiratet? Warum? Warum? Der Herr will, der Herr verlangt. Ich verlange es nicht. Ich befehle es nicht. Ich bitte dich. Du wirst meine Frau. Ich zeig dir mein Reich. Unser Reich. Und jetzt zeige ich dir etwas, was vor dir noch niemand gesehen hat. Tanz für mich, Mirka. Zu viel. Herr Müller! Wir befreien die Gefährten und zerstören die Mühle! Ja! Wir müssen hinüber! Markus, nicht! Nur mein Reif kann mich vor dem Zauber des Müllers schützen! Allein gehst du nicht! Markus, wenn ich bis Sonnenaufgang nicht zurück bin, dann flieh! Unter der Linde habe ich das Buch des Wissens versteckt! Lies darin! Lerne und dann kämpf gegen den Müller! Aber keine Dummheit, Markus! Thank you.
Krabat. Mirka. Aua! Na, komm, komm. Na, komm, komm. Na, Aufhören! Sofort aufhören! Ich verbiete das! Ich verbiete überhaupt alles! Alles, ja. Alles. Alles. Ja, aber ihr sollt aufhören! Sofort aufhören! Aufhören! Mein neuer Hofnarr! Wenn der zaubert, und der zaubert immer, er ist eine Eins. Ich weiß. Die Eins ist keins. Die Eins ist keins? Naja, Spaß muss sein. Oh, hättet ihr mir bloß nicht dieses Bild geschenkt. Natürlich, ich brauche ein neues Schloss. Prächtiger, sonniger, goldiger, meinem Wesen entsprechend. Bauen, mein Bester. Bauen, bauen. Und meine Schulden? Wie viel sind es denn? Das hat Zeit. Ein Angebot. Ich gebe euch 2 mal 7 Sack Gold und ihr gebt mir wieder Land. Nicht viel. Nur das grüne Tal mit den 7 Dörfern und 2 Wassermühlen und allen Bauern natürlich. Natürlich. Danke. Thank you.
Nun, mein Hofner, hast du es nicht zu bieten? Herr König? Singende Mäuse, tanzende Schweine, turnende Hunde oder so. Ich habe immer etwas zu bieten. So viel ja nun auch wieder nicht. Fröhliche Hühnchen mit rosigem Ferkel. Herr König, war das ja alles zum Essen bestimmt. Genug, Hofner! Genug, Herr König. Danke, Herr König. Auf eine fröhliche Jagd! Markus. Zuerst hat er aus dem Buch gelernt. Aber immer nur diese Zaubereien. Ja, eine Kuh, eine Ziege und Hühner hat er uns in den Stall gezaubert. Er hat gesagt, das andere aus dem Buch kann ich nicht lernen ohne Krabat. Und auch allein kämpfen kann er nicht. Und dann, eines Tages, ist er in den Dienst des Königs getreten. Markus am Königshof? Ja, er hat gesagt, beim König bin ich sicher. Da findet mich der Müller nie. Der Müller wird ihn finden. Und so finde ich den Müller. Ihr werdet gegen den schwarzen Müller kämpfen. Ein Wolf gibt erst Frieden, wenn er erschlagen ist. Ihr seid dran. Euer Begehr? Ich möchte in den Dienst des Königs treten. Euer Name, Herr? Das sage ich dem König selbst. Melde mich. Ja, zu Befehl. Schickt diesen Fremden doch auf die Jagd. Da kann ihn der König höchst selbst kennenlernen. Superb! Einfälle habt ihr. Matt. Matt? Matt? Und wer begleitet den König denn auf der Jagd? Der Oberjäger,
der Unterjäger, die Jäger, ja, und der Hofner, der ist auch dabei. Der Hofner? Ja, dieser lustige Zauberer, also wenn der, hey, ihr wisst doch gar nicht wohin. Hey, so wartet doch. Oh, welche Überraschung! Ihr lang, Herr König! Wo ist er denn hin? Du zauberst wieder mal. Du bist ja unübertrefflich. Nein, nein. Diesmal hab nicht ich gezaubert. Spaßvogel. Wundervoll. König, ich zauber wie du. Eine Eule möchte ich sein. Alter, Eine Eule. Zaubern müsste man können. Zaubern. Hey. Keine Angst, Bursche. Ich töte dich nicht. Dein Freund Krabat soll dich töten. Brudermord werden die Leute schreien. Krabat tötete seinen Bruder Markus. Wo ist Markus? Aufwachen! Hey! Aufwachen! Herr König! Eine Eule müsste man sein. Alter, Markus! 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 Und nun, du Narr, jag deinem Freund nach. Jag ihn stumm bis auf deinen letzten Schrei. Lauf!
Markus! 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 Bruder! Nein! 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 Der schwarze Müller wird sterben. Von meiner Hand. Krabat hat seinen Bruder ermordet. Krabat? Bruder? Krabat? Das ist ein Schöner. Er wird ihn. Krabats Helden taten Brudermord. Ja. Eine fette Rüge gibt es. Ja, Krabats Helden taten Brudermord. Was, der hat seinen Bruder umgebracht? Der Müller schenkt einem Knecht die Freiheit. Was, der Knecht? Und das war sein Bruder. Krabat brachte den Knecht um. Was? Krabat brachte einen Knecht um. Den Knecht brachte Krabat um. So, der Knecht von Müller. Das war doch sein Bruder. Ja, und den hat Krabat umgebracht. Na, das ist ganz der Bruder. Ja, wer es noch nicht weiß. Und wer es noch nicht weiß. Krabat steht mit dem Teufel im Bunde. Was? Mit dem Teufel? Krabat steht mit dem Teufel im Bunde. Alle, die mit ihm gehen, verkauft er an die Hölle. Krabat? Ja. Hast du deinen Bruder getötet? Ja, Mutter. Du bist mein Sohn, Krabat. Erzähl mir, wie dein Bruder starb. Der Sumpf speist den Mühlbach, der Mühlbach treibt die Mühle malt dem Müller die Macht. Also muss man den Sumpf trockenlegen, dann wird der schwarze Bach, der die Mühle treibt, versiegen. Ja, das müssen alle Menschen erfahren, alle. Steht, das Herdfeuer der Mutter wird den Zauber des Müllers verbrennen. Trag das Feuer in die Städte und Dörfer, Mutter. Es wird in den Herzen der Menschen brennen und ihre Augen öffnen. Lass es nicht verlöschen! Hört, was es Neues gibt von Krabat. Vom König hat er sich ein Rittergut schenken lassen. Wir müssen den Sumpf trockenlegen. Dann wird der schwarze Bach, der die Mühle treibt, versiegen. Jeden Tag speist er an der Tafel des Königs. Jeden Tag. Gutes, frisches Gras wird wachsen. Die Äcker werden euch gehören. Und mit wem speist Krabat beim König? Seite an Seite mit dem schwarzen Müller. Wenn der schwarze Müller besiegt ist, wird das Leben nicht mehr Hunger, Angst und Tod sein. Wem soll man glauben?
fragt ihn doch mal, woher er sein Wissen hat. Ja, woher weißt du das alles? Sag doch. Lass doch mal sehen. Gold. Gold. Das Gold des schwarzen Müllers. Das Gold des schwarzen Müllers. Woher weißt du das alles? Rede. Wer bezahlt dich für die Lügen? Hä? Rede. Na, wer? Nochmal! Na? Der schwarze Müller. Der schwarze Müller! Der Müller allein hat die Macht! Soll es in die Städte und Dörfer tragen. Ha ha ha!
Das Schwarzenmüller ist besiegt! Schwarzer Müller, ich komme, meinen Schwur zu erfüllen, dich zu töten! Krabat, wir sind gleich stark. Wir teilen uns die Mühle, teilen die Macht. Lass uns Verbündete sein, Freunde, Bruder, Krabat! Ah!
DVD zum Film erhalten Sie im Fachhandel oder im Internet. Was macht Ihr altes Übel? Die sitzt zu Hause, die schält Kartoffeln. Ja. Eberhard Kors, der Kleine für die große Komik, heute 20.15 Uhr. Und danach? Sie müssen mal raus aus dem Alltag. Einfach mal loslassen von allem hier. Ich schicke Sie zur Kur. Niemals. Krauses Kur um 22.50 Uhr. Ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschen wir Ihnen allen. Willkommen, liebe Zuschauer, und guten Abend. Weitgehend friedlich sind Sie über die Bühne gegangen. Die Silvesterfeiern weltweit und auch bei uns in Deutschland. Zwischenfälle aber gab es. Ausschreitungen etwa bundesweit. Zahlreiche Sicherheitskräfte wurden verletzt. Und wie jedes Jahr kam es zu Unfällen mit Feuerwerkskörpern, wodurch in Brandenburg zwei Menschen starben. In Potsdam sind die Spuren der tödlichen Explosion noch immer zu sehen. Hier in Kleinmachnow ist in der Nacht ein 19-jähriger Mann beim Zünden eines Böllers ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Sprengsatz Marke Eigenbau. Es ist einer von zwei Todesfällen in der Silvesternacht, beide im Land Brandenburg. Auch andernorts wurde die Silvesternacht zur Gefahr, so wie hier im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Ab 0 Uhr brannten hier mehrere Mülltonnen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, nachdem Ordnungskräfte mit Knallkörpern beworfen worden waren.
Gegen mehrere Personen wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Daneben gab es zahlreiche Brandfälle, 70 allein in Thüringen. Der Polizei zufolge meist ausgelöst durch Feuerwerkskörper, so wie hier in Erfurt. Heute heißt es aufräumen nach der ersten Nacht des Jahres. Vor allem die Überreste von Feuerwerkskörpern. Allein in Dresden fallen in der Silvesternacht jedes Jahr 40 bis 45 Tonnen Müll an. Und gestern Mittag um 11 Uhr unserer Zeit, da brach am anderen Ende der Welt auf Samoa bereits das Jahr 2018 an. Danach schloss sich rund um den Globus Feuerwerk um Feuerwerk an. Viele vor außergewöhnlich schöner Kulisse. Wie zum Beispiel an der Themse in London, wo das neue Jahr mit dem Glockenschlag des Big Ben begann, der extra für die Neujahrsnacht aktiviert wurde. Inzwischen schweigt er wieder wegen langwieriger Sanierungsarbeiten. In Rio de Janeiro feierten rund 2 Millionen Menschen unter dem Motto Umarmung an der Copacabana. Viele Besucher kamen traditionell ganz in Weiß an den berühmten Sandstrand. Politische Neujahrsbotschaften, die gab es auch. Und eine davon klang besorgniserregend. Die von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Sein Land sei für einen Atomkrieg gegen die USA gerüstet. Er habe den Atomwaffenknopf immer auf seinem Schreibtisch, so Kim in der vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. Die Waffen würden aber nur eingesetzt, so Kim, wenn Nordkorea seine Sicherheit bedroht sehe. Zugleich machte der Diktator ein überraschendes Friedensangebot an Südkorea. Er stehe einem Dialog offen gegenüber. So sei man bereit, eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen kommenden Monat nach Südkorea zu entsenden. Bei den andauernden Protesten im Iran sind nach offiziellen Angaben bisher 10 Menschen getötet worden. 800 Personen wurden festgenommen. Präsident Rouhani gab bei einer Krisensitzung politische Mängel im Land zu und zeigte sich offen für Kritik. Die Menschen hätten ein Recht auf Meinungsfreiheit. Damit kritisierte Rouhani indirekt die geistliche Führung des Landes, die Reformen blockiert. Und in der Sportwelt, da stand heute vor allem das traditionelle Neujahrsspringen im Fokus. Und da hat Richard Freitag aus Aue weiter gute Chancen, die Vierschanzentournee der Skispringer zu gewinnen. Auf der zweiten Station der Tournee in Garmisch-Partenkirchen sprang Freitag auf 132 und 137 Meter und landete damit auf Rang 2. Auch in der Gesamtwertung steht er damit auf dem zweiten Platz. Sieger heute, wie schon beim Auftakt in Oberstdorf, der Pole Kamil Stoch. Ja, für so gar keine Begeisterung wird vermutlich das Wetter morgen sorgen. Mit dichten Wolken, Regen und Schnee in den Bergen kommt der Dienstag erstmal daher. Am Nachmittag ist es auch mal längere Zeit trocken und die Werte 0 bis 7 Grad. So, was sich jetzt weiter bewegt, das beobachten wir und bringen Sie dann um 19.30 Uhr ganz ausführlich auf den neuesten Nachrichtenstand. Ihnen allen einen guten und ruhigen Abend. Das Land liegt weit und ist in arger Not. Kriege haben es bluten lassen. Ist es der 30-Jährige oder ist es der Nordische Krieg, den August der Starke für seine Großmacht Träume vom Zaun gebrochen hat? Wer weiß es? So oder so hat das ewige Schlachten nichts als Elend, Hunger und Not gesät. Krabat! 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 Komm in die Schwarze! Komm! Komm, komm in die Mühle! Krabat, ein Waisenjunge, zieht durch die bitterarme sorbische Oberlausitz. 14 sei er, erzählt die Sage. Vielleicht auch ein wenig älter. Komm in die schwarze Mühle. Krabat, es soll dein Schaden nicht sein. Dein Schaden nicht sein. Ihn verfolgt in seinen Tag- und Nachtträumen eine Stimme. Der Junge gelangt zur schwarzen Mühle bei Schwarzkolm im Koselbruch. Hierher hat ihn der Lockruf des schwarzen Müllers geleitet. Da bist du ja. Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Schlag ein, Krabat. Oder hast du Angst? Ich habe keine Angst. Willkommen in der schwarzen Mühle.
Nein, 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 ich will nicht, ich bleib nicht hier, nein! Es ist die berühmteste Sage der sorbischen Oberlausitz. Die vom Müllerburschen Krabat, der beim Schwarzen Müller in der Schwarzen Mühle zu Schwarzkolm die schwarze Kunst erlernt. Und der das Böse besiegen wird und fortan als Zauberer und Wohltäter der Sorben durchs Land und die Zeiten wandert. Was ich heute herausfinden will, hat die Sage einen wahren Kern? Gab es tatsächlich einen solchen Krabat? Und wenn ja, wie wurde er zum Zauberer, zum sorbischen Faust? Mit einer Zaubermünze oder einem Euro kann heutzutage jeder Besucher die Mühle in Schwarzkolm zum Laufen bringen. In der Sage braucht der Müller, je nach Überlieferung, mal 7, mal exakt 12 Müllerburschen, bis seine magische Mühle malt. Damit willkommen im Reich des Schwarzen Müllers zu einer neuen, schaurig schönen Folge von Rätsel, Mythen und Legenden. Willkommen im Herzen der zweisprachigen Oberlausitz, der Heimat der einzigen slawischen Minderheit in Deutschland, der Sorben. Gab es sie wirklich, die Schwarze Mühle im Koselbruch? Ist diese Schaumühle für Touristen ein Original oder neuzeitlicher Nachbau? Und ist der böse Müller nur eine Erfindung der Literatur? Eine Fantasie aus den Büchern von Ottfried Preußler und Juri Bräsern? Diese Schwarze Mühle ist der Ort des Bösen. Und man hat, glaube ich, dieses Bild gewählt, weil dieser Schwarze Müller auch so etwas sehr Mystisches hat. Und Mühlen waren ja weit verbreitet. Die Mühle malt dem Müller die Macht, heißt es in der Erzählung von Juri Bräsern. Krabat hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Mühlen waren damals Ausdruck von Technologie und wirtschaftlicher und industrieller Entwicklung in der damaligen Zeit. Die Mühle selber ist sicherlich die Möglichkeit gewesen, Geschichten zu erzählen über Wohlstand, über Reichtum, über Ausnutzen, seinen Schäflein oder seinen Scheffel ins Trockene zu bringen. Und die Mühlen, die wurden immer verbunden mit bösartigen Müllern, die die armen Bauern ausnutzten. Eine historische Wassermühle gab es in Schwarzkolm tatsächlich. Aber sie zerfiel in der Zeit. Nur eine kaputte, langsam in sich vergehende Scheune blieb von ihr übrig. Diese Scheune ist das letzte verbliebene Zeugnis einer schwarzen Mühle. In Sichtweite der einstigen Krabatmühle steht ein anderer, überaus märchenhafter Mühlenkomplex. Das wirft Fragen auf.